Kennst du das, wenn man sich so auf ein Fest freut und so, so lange vorbereitet? Bei der weihnachtlichen Dekoration zu Hause geht es genau darum. Ich liebe es, wenn an Weihnachten das Haus so richtig voll dekoriert ist. Ich liebe es eher so minimalistisch, also. Ja, jeder tut es auf seine Weise, aber jeder verbringt Zeit damit und hat auch eine gewisse Arbeit damit. Und doch ist es ja eigentlich etwas Schönes, und wenn Familie kommen, wenn Freunde kommen. Und eigentlich spielt es gar nicht so eine Rolle, wie viel Zeit man wirklich dafür investiert. Weil was wichtig ist, ist, dass man es mit Sorgfalt tut und dass man es mit einer positiven Einstellung tut. Weil damit berührt man nicht nur das Herz von unseren Mitmenschen, sondern auch das Herz von Gott. Spannend ist jetzt, dass das hebräische Wort für Anbetung Avad heißt, was gleichzeitig auch Arbeit bedeutet. Also das nächste Mal, wenn du Vorbereitungen triffst und Arbeit damit hast, oder vielleicht gehst du zur Arbeit, dann tu es in dem Bewusstsein, dass du Gott damit anbetest. Morgen haben wir den dritten Advent und haben einen Überraschungsgast bei uns, und ich freue mich mega. Sei dabei!